Schönen guten Morgen aus dem sonnigen Heilbronn. Trotz nicht ganz so angenehmer Temperaturen scheint es ein sehr schöner Tag zu werden. Ich hoffe, bei Ihnen ebenfalls. Ich begrüße Sie heute zu unserem Webinar zum Thema Zusammenspiel Sub-Identity Management und Sub-Access Control zur Sicherung der Compliance und Aufwandsminimierung. Wir werden uns im heutigen Webinar kurz die Vorteile des Zusammenspiels anschauen, gehen auf ein paar Themen ein, der einzelnen Lösungen, jeweils mit dem Aspekt Standalone versus Integration, und werden uns dann online einige Themen zur Integration selbst ansehen. Die Demo, die wir heute zeigen, ist noch nicht vollständig integriert, aber Sie werden einen Eindruck davon bekommen, wie das integrativ aussieht. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Marc Röder. Ich bin bei der IV Solution in Heilbronn im Bereich Sub-Security tätig, als Solution-Architekt seit mittlerweile mehreren Jahren im Identity-Management und Access-Management-Umfeld unterwegs. Und betreue dort sowohl hier die F&E-Abteilung als auch unsere Kunden bei den Projekten. Die Agenda des heutigen Tages umfasst eigentlich drei wesentliche Punkte. Wir gucken uns die Ausgangssituation und Herausforderungen an, gehen auf das Zusammenspiel Sub-Identity Management und Access Control ein und schauen uns dann live an dem Identity Management und auch am Access Control an, welche Teile denn tatsächlich zusammenspielen und wie die Integration aussieht. Zunächst einmal zur Ausgangssituation und den Herausforderungen. Dieses Webinar dreht sich, wie gesagt, um das Thema Integration, Sub-Identity Management und Access Control. Das heißt, wir haben entweder Kunden, die das Thema Sub-Identity Management bereits implementiert haben und eine Access Control-Einführung planen oder umgekehrt Access Control bereits eingeführt haben und eine Identity Management-Einführung planen oder beide Lösungen bereits implementiert, aber noch nicht integriert haben. Ziel der heutigen Veranstaltung ist A, die Live-Demo der Fiori-Apps und der Ausblick auf weitere Themen. Wenn wir uns die beiden Lösungen Standalone ansehen im Vergleich, dann haben wir beim Sub-Identity-Management herausragend eine flexible Workflow-Engine, eine umfangreiche Bibliothek von Nicht-SAP-Konnektoren und natürlich die SAP-Konnektoren, die hier die einzelnen Landschaften der SAP abdecken. Was wir nicht haben, ist eine entsprechende Standard-SOD-Prüfung. Diese kann als zusätzlicher Aufwand Kunden individuell implementiert werden, basiert dann aber auf einer eigenen SOD-Matrix, die erstellt werden muss im Zusammenspiel mit dem Kunden. Das nur als kleiner Überblick für das heutige Thema. Im Sub-Access Control haben wir dagegen eine Standard-Workflow-Engine, deren Anpassung nicht ganz so trivial ist. Wir haben reine SAP-Provisionierungsfunktionen und wenig Schnittstellen für Non-SAP-Anwendungen. Dafür dann eben halt die ausgeprägten Prüfungsfunktionen für Sub-Berechtigungen anhand der Standard-SOD-Matrix der SAP, die natürlich an die jeweiligen Kunden, Belange und Geschäftsprozesse angepasst werden kann, was bei den meisten Kunden auch tatsächlich der Fall ist. Zusätzlich gibt es diverse Lösungen auf dem Markt, die angepasste SOD-Matrixen anbieten, die entsprechend im Access Control zum Einsatz kommen können, die sogar mit Update-Service versehen sind, sodass die Kunden sich nicht hier alle 6 Monate um geänderte gesetzliche oder andere Anforderungen kümmern müssen. Diese werden dann automatisch mit reingebracht. Sie sehen, beide Lösungen haben ihre Vor- und Nachteile. Im Zusammenspiel ergibt sich letztlich tatsächlich die jeweilige Lösung für die einzelne Herausforderung,
genutzt werden kann. Die Herausforderungen sind, zum einen müssen uns überlegen, welche Lösung benötigen wir für die Provisionierung und präferieren wir? Wie soll ein Antragsverfahren abgebildet werden? Wie flexibel muss das sein? Wie anpassbar an zukünftige Belange? Wie sieht die Integration in ein heterogenes IT-Umfeld aus? Wie gehen wir Themen Automation, HR-Integration und einen kompletten Abbildung eines Identity Lifecycles an? Was bedeutet das Ganze für meine SOD-Matrix? Wie wird diese erstellt und gepflegt? Und wie werden ad hoc sowie zyklische Prüfungen durchgeführt? Diese Liste kann beliebig um diverse Themen erweitert werden, da beide Lösungen natürlich sehr mächtig sind. Im Zusammenspiel der beiden Lösungen geht es im Wesentlichen darum, dass wir genau diese Herausforderungen adressieren und das ideale Szenario im Rahmen der Integration herstellen. Für die Provisionierung würde das bedeuten, das SAP IDM-Ware zu bevorzugen, da wir hier eine zentrale Provisionierung im heterogenen Umfeld der Unternehmen haben. Durch die zahlreichen Non-SAP-Konnektoren kann hier auch beliebig andere Applikationen mit angebunden werden, die eben halt nicht das SAP-Logo tragen. Ich kann die Steuerung von übergreifenden Abhängigkeiten implementieren. Wir haben ein zentrales Logging etc. HR als Input, diverse andere Quellen, die als Input dienen können. Wir haben im SAP IDM ebenfalls die flexible Abbildung eines Antragsverfahrens, sowohl für Berechtigungsänderungen als auch für komplette Identity Lifecycle Themen. Die Prozessierung von automatischen Änderungen, nicht nur bezogen auf Stammdaten, sondern eben halt auch auf Rechten für die Zielsysteme, ist auf Basis organisatorischer Merkmale über HR-Integration oder auch, wie gesagt, anderen Quellen, auch des Active Directories zum Beispiel möglich. Und somit die beiden Haupt- und Kernpunkte des Identity Managements herausgestellt. Für die Integration mit dem Access Control bedeutet das natürlich, dass ich auf der Access Control Seite dann automatisiert meine SOD Prüfungen anstoße, die im Rahmen einer Berechtigungsänderung benötigt wird. Das kann nicht nur basierend auf einem Antragsverfahren, sondern auch auf organisatorischen Änderungen passieren. Im Access Control habe ich dort die perfekte SOD-Matrix vorhanden, die angepasst an das kundenspezifische Umfeld die Ideallösung darstellt, um die SOD-Prüfungen für alles, was das Thema SAP anbelangt, inklusive S/4 durchzuführen. Und auch die Integration in die Zukunft, das Thema Cloud, Identity Access Governance, ist dort bereits adressiert und wird von der SAP auch vorangetrieben. Und die Identity Management-Seite bietet Schnittstellen für diverse weitere Integrationen. Nicht nur die Konnektoren in andere Zielsysteme sind hier zu nennen, sondern auch Schnittstellen für andere SOD-Lösungen, um Nicht-SAP-Applikationen zu bedienen. Die SOD-Matrix, die im Access Control vorhanden ist, ist direkt von der SAP ausgeliefert, kann flexibel an Geschäftskundenprozesse angepasst werden und wie gesagt, ist durch Partnerlösungen auch beliebig erweiterbar und somit auch flexibel nutzbar. Im Idealszenario sieht dann ein Antragsverfahren, was das wesentliche Szenario für die Integration darstellt, so aus, dass wir auf der Identity Management-Seite mit den blauen Kacheln dargestellt, den Antragsteller haben, der jetzt sagt, wir brauchen eine Berechtigungsänderung, entweder für sich selbst oder für einen anderen Mitarbeiter. Das kann allerdings auch ein automatisch generierter Antrag sein, der zum Beispiel aus einer organisatorischen Änderung entsteht. Wir haben eine Genehmigungsinstanz in der Situation hier dargestellt als der Manager oder Vorgesetzte. Das kann genauso gut ein Key-User einer Fachabteilung sein. Und im Identity Management sind hier flexibel mehrere
Genehmigungsschritte möglich. Es wird dann identifiziert, ob es sich innerhalb dieses Antrags um eine kritische Rechtekombination handelt. Hier ist auch zu sagen, dass man generell alle SAP-Berechtigungsänderungen überprüfen lassen kann. Man kann aber von vornherein auch entsprechend über Filtermechanismen damit arbeiten und sagen, nur kritische Kombinationen werden hier überprüft. Dort erfolgt dann der Absprung ans Access Control. Im Access Control wird automatisch aus dem Antrag heraus eine Prüfung generiert. Und im Falle eines Risikos kann ein Risk Manager oder ein Verantwortlicher entsprechend eine Bestätigung oder Ablehnung erteilen oder im Rahmen der Möglichkeiten des Access Controls auch eine Kompensation durchführen, um entsprechende Risiken zu minimieren. Im Idealfall wird dann das Ganze wieder zurückgespiegelt ans Identity Management und dort über die Provisionierung zur Ausführung gebracht. Die Provisionierung in SAP-Systeme könnte theoretisch auch vom Access Control direkt erfolgen, ist allerdings nicht der empfohlene Weg, da wir hier an einer Stelle mit dem Identity Management eine zentrale Instanz hätten, die alle Provisionierungen in alle Zielsysteme überwacht und ausführt und dementsprechend auch protokolliert und dort nachvollziehbar darstellt. So, mit dieser kurzen Einführung möchte ich dann jetzt an die Demo weitergeben. Kurzer Überblick da. Wir haben bei den Szenarien zunächst mal den Vergleich, wie sehen unterschiedliche Anträge aus. Zum einen im Identity Management mit dem Segmento Self-Service der IB Solution und dann ein entsprechender Antrag im Sub-Access Control, der minimal angepasst ist. Sie können dort bereits die Unterschiede sehen, was jedoch für Sie interessant ist, unabhängig davon, auf welcher Seite das Ganze passiert. Das ist letztlich die Instanz, die das Ganze initiiert, die dafür sorgt, dass der Prozess gestartet wird. Im Zusammenspiel der beiden Lösungen kommen dann natürlich noch die Genehmigungsschritte zum Tragen. Zum einen durch den vorgesetzten Key-User und natürlich durch den Risikoverantwortlichen im Access Control, der dann auch die entsprechenden Ergebnisse einer Prüfung sehen kann und auch darauf reagieren kann. So, wir schalten um auf das erste Szenario. Sie sehen jetzt die Oberfläche Segmento Self-Service aus dem Identity Management. Dort habe ich neben diversen Funktionalitäten auch meinen Antrag auf Berechtigungen und Rollen verfügbar, den wir jetzt aufrufen. Dieser Antrag ist entsprechend schon so angepasst, dass er über die Fiori-Apps leicht nutzbar ist. Ich suche mir dann den Mitarbeiter aus, der mit neuen Berechtigungen versehen werden soll. Wähle diesen Mitarbeiter aus. Gebe eine Begründung für die Berechtigungserweiterung mit, die ich durchführen will, und sage nun, welche Berechtigungen möchte ich denn jetzt tatsächlich haben und kann hier neben Berechtigungen auch Businessrollen in der Zukunft mit bedenken. Heute drehen wir uns speziell um das Thema SAP-Berechtigungen. Habe hier umfangreiche Filtermöglichkeiten. Suche mir eine Berechtigung aus einem Mandanten heraus, aus einem SAP-Mandanten. Sie sehen hier bereits unterschiedliche SAP-Mandanten aufgeführt. Hier könnten genauso gut AS-Java-Berechtigungen stehen. Hier können auch Active Directory-Berechtigungen stehen. Für das integrative Szenario mit dem Access Control und der SOD-Prüfung sind natürlich die SAP-Berechtigungen relevant. Und diesen Antrag
würde ich dann auf die Reise schicken. Das ist das Antragsverfahren im Identity Management mit dem Segmento Self-Service angepasst an die Kundenbelange und bereits aus der Erfahrung diverser Kundenprojekte heraus erstellt. Kommen wir im Gegensatz dazu zum Access Control. Auch hier habe ich entsprechend in Fiori Stil dargestellt, unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben hier einen Mitarbeiter, der sowohl entsprechende Anforderungen stellen und prüfen kann, der aber auch in gewissen Rahmen Risikoprüfungen durchführen kann. Für den ist aber jetzt mal interessant, dass er tatsächlich äquivalent zu dem, was Sie gerade gesehen haben, eine entsprechende Zugriffsanforderung stellt. Na. Da war die Zeit abgelaufen für den Login. Auch das passiert in der Demo. Im Gegensatz zu dem, was Sie gerade im Identity Management gesehen haben, sind wir hier relativ starr zunächst, haben aber massive Möglichkeiten, hier Informationen mitzugeben. Was ich jetzt hier tatsächlich haben möchte, ist auch wieder eine neue Berechtigung für einen Mitarbeiter mit neuer Aufgabe. Ich kann hier definieren, welche Art Anforderungen ich habe. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass ich ein Benutzerkonto ändern möchte. Das heißt, ich möchte weitere Berechtigungen beantragen, und zwar für einen anderen Mitarbeiter. Suche mir hier entsprechend der Anforderung auch meinen Kollegen wieder raus, der die Berechtigung bekommen soll. Sie sehen, es handelt sich hier um entsprechend gleiche Daten und gebe jetzt tatsächlich mit, was möchte ich denn an dem verändern? Suche mir meine entsprechende Berechtigung raus aus dem SAP-Umfeld. Wähle sie diese explizit aus, dass sie auch hier entsprechend unten angezeigt wird und kann diese dann mit in den Antrag einfügen. Habe hier über weitere Reiter die Möglichkeit, noch Daten mitzugeben. Für den heutigen Fall soll uns das erstmal ausreichen. Und wir schicken auch hier diesen Antrag auf die Reise. So, was Sie nun gesehen haben, ist tatsächlich die Antragstellung einmal über das Identity Management und einmal über das Access Control. In beiden Fällen wähle ich einen Mitarbeiter aus, für den ich Berechtigungen vergeben möchte, und wähle die Berechtigung aus, die ihm hinzugefügt werden soll. Die integrative Schnittstelle zwischen dem Identity Management und dem Access Control macht letztlich aus der Antragstellung eine direkte Prüfung. Der Mitarbeiter hat bereits Berechtigungen, soll welche hinzubekommen. Also wird gegen die SOD-Matrix geprüft, ob es dort irgendwelche Verstöße gibt, irgendwelche Rechtekombinationen, die ein Risiko darstellen, und würde das im Genehmigungsschritt dann entsprechend ausweisen. Der Mitarbeiter, der jetzt hier auf Access Control Seite seinen Antrag gestellt hat, kann diesen auch prüfen. Und hat entsprechend hier die Darstellung, was ist denn da eigentlich mit meinem Antrag? Der ist noch nicht genehmigt. Damit ist der eben halt noch offen. Äquivalente Darstellung gibt es auch dann im Identity Management mit entsprechend offenen Anträgen, die man sehen kann. Auch dort sind entsprechend die Informationen vorhanden. Das, was jetzt natürlich fehlt, ist auf Access Control Seite die Genehmigung. Dazu muss ich einmal einen anderen Benutzer anmelden, der dann die Berechtigung
für die Genehmigung hat. So, wie Sie sehen, ist es ein Genehmiger, der nicht nur tatsächlich einen Antrag genehmigt, sondern diverse Rollen im Access Control ausfüllt, also entsprechend hohe Berechtigungen hat. Für die heutige Demo ist natürlich interessant, dass er Zugriffsgenehmiger ist. In dem Zuge sieht er im Arbeitseingang eine entsprechende offene Position, die zur Genehmigung ansteht. Ja, mit dem heutigen Datum sehen wir Genehmigungen für Zugriffsrollenanforderungen. Die Entscheidung ist noch nicht gefällt. Antrag ist von heute und von welchem Benutzer. Weitere Details werden angezeigt, wenn man den Antrag entsprechend hier in der Bearbeitung sieht. Ich habe also die aus dem Antrag übergebenen Informationen hier tatsächlich dargestellt. Und neben der Risikoprüfung und der mindernden Kontrollen habe ich hier die Möglichkeit, direkt zu sagen, ich möchte eine Genehmigung geben, könnte über andere Aktionen das Ganze zurückstellen, zu einem späteren Zeitpunkt ausführen oder ablehnen. Aber als entsprechender Verantwortlicher sage ich, ich bin mir nicht wirklich sicher, ist es mit der Risikoüberschreitung, die hier durchgeführt wurde, tatsächlich genau das, was gemacht werden soll. Dementsprechend führe ich eine neue Simulation durch, sage, ich möchte eine Risikoanalyse tatsächlich haben für den jeweiligen Mandanten und das Ganze nicht nur auf Aktionsebene, sondern ich möchte das Ganze möglichst umfassend geprüft haben und führe diese Risikoanalyse aus, die natürlich eine entsprechende Zeit in Anspruch nehmen kann, je nach Umfang der Berechtigung. Sehe aber hier tatsächlich keine entsprechenden Ergebnisse. Das heißt, ich habe tatsächlich keine Verstöße, kann das Ganze übernehmen. Und jetzt bin ich mir auch wirklich sicher, dass ich hier kein entsprechendes Risiko habe und kann den Antrag genehmigen. So, nachdem nun im Access Control die Genehmigung erteilt wurde, steht letztlich nur noch im Identity Management die Genehmigung durch den Vorgesetzten oder durch einen Key User aus. Im Idealfall wird ans Identity Management zurückgespielt, dass es keine Verstöße gibt und der Antrag wird sofort weiter ausgeführt. Man kann auch hier noch einen zusätzlichen Schritt implementieren und sagen, es gibt eine weitere Prüfung im Identity Management, die das Ergebnis der Risikoprüfung mit anzeigt. Aber das würde auch einen solchen Prozess weiter verzögern. Okay. Soweit zum Thema der Live-Demo. Damit würde ich die Runde für entsprechende Fragen eröffnen. Okay, ich höre, wir haben aktuell keine Fragen. Dementsprechend darf ich Sie darauf hinweisen, dass Sie die Aufzeichnung des Webinars ab morgen auf unserer Academy-Seite finden können. Den Link finden Sie auch hier nochmal dargestellt, aber auch über unsere Homepage. Das nächste Webinar sehen Sie auch hier dargestellt, wird am 24. September zum Thema SAP-MDG durchgeführt. Mir bleibt dann nur noch übrig, Ihnen einen schönen sonnigen Tag zu wünschen und Sie bis bald zu verabschieden.